Hallo Leute, Grunge der Buschbade hier. Also ich bin jetzt zurück von meiner Trapper-Western-Tour. Ich war mit meinem Freund Matthias unterwegs, habt ihr ja gesehen. Oh Mann, ich glaube, ich bin in der Szene der Bushcrafter echt der einer der betrunkensten. Ja, betrunken ist über. Da ist zu viel gesagt, ich bin ja nicht betrunken. Ich habe einfach nur noch ein Kioskbier gegönnt. Wir sagen übrigens immer Gönjamin. Also wenn man sich irgendwas gönnen will. Oh, da ist aber einer der Gönjamin. Okay. Auf jeden Fall haben wir irgendwie kein Ende gefunden. Also das habt ihr noch gesehen. Wir waren Currywurst essen, Weizen getrunken. Boah, nach 8 Wochen ist das so schön, mal irgendwo hinzugehen und mal wieder draußen was zu essen und zu trinken. Das hat schon gut getan. Dann waren wir noch auf der Minigolfbahn. Ne, wie habt ihr das gar nicht gesehen? Stimmt, ich habe Fotos gemacht. Ich weiß nicht, bei YouTube kann ich keine Fotos hochstellen. Auf jeden Fall waren wir noch auf dem Minigolfplatz, haben da echt eine ganze Runde gespielt. Matthias hat wirklich schon den Bahnrekord des Tages gebrochen mit 4 Punkten drunter. Das war eine coole Sache. Mit, lass doch 38. Ich war bei 47, hatte mich echt abgezogen. Aber war eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Genau. Dann haben wir da noch einen Weizen getrunken, sind zu seinem damaligen Lieblingsplatz gegangen. Da habe ich jetzt auch ein Video gedreht. Ich weiß nicht, in welcher chronologischen Reihenfolge ich das mache. Also das hier wird vermutlich das letzte. Haben dann noch ein bisschen auf die Wupper geschaut. Ja. Und erinnert ihr euch, also ich war ja total begeistert von meinem neuen Bundeswehr-Rucksack Vintage Style und habe nur gesagt, das Tragepolster ist doof. Also, boah. Das hier war das normale Tragepolster. Könnt ihr mal schauen. Halt super dünn. Also super dicke Baumwolle, PVC-Nässe-Schutz, alles super geil. Aber das einzige Geld, wo die gespart haben, die Firma, hat man schon gesehen. So sind Fäden. Weil das Tragepolster. So, da habe ich mir den ganzen Tag Gedanken gemacht. Geht zum Schneider. Wie kannst du das wohl machen? So, ah, warte, ich hol mal kurz den alten Rucksack. So, da bin ich wieder. Und umgefallen, okay. So, pass auf. Hier. Ich habe mal gegoogelt, der war mal richtig teuer, aber das Deckelfach, das hängt halt voll durch, unten hängt durch. Der hat über 70 Liter und der hat mir nie so richtig gefallen. Der ist von Top Climber. Ich dachte, der hat einen anderen Markt, aber hier. Top Climber. Halt so ein 70, 80 Liter Rucksack. Hatte ich zweimal mit. Aber wie gesagt, hat mir nie gefallen. Und für große Touren habe ich ja eh mein Agadir 1 von Jack Wolfskin. So, aber wie gesagt, der Gebirgsjäger-Rucksack, der hat mir so super geil gefallen, aber hat noch ein bisschen geschnitten. Und diese Scheißpolster, also ultra dünn, seht ihr schon, die Schlaufen sind geil, da kann ich meinen Trinkblasen Schlauch durchmachen, da kann man Karabiner dran machen, alles nicht schlecht. Aber ich habe gesagt, wie kriege ich den bloß bequemer, weil den will ich weiter nutzen, irgendwie aber nicht, wenn ich habe keinen Bauchgurt, kein nichts. Also ich habe gemerkt, allein dass ich dann den hatte und gezwungen war, weniger Gepäck mitzunehmen. Sonst habe ich immer 20, 22 Kilo und der war voll beladen, jetzt nur 15 Kilo. Heute Ravioli-Dose leer, 4 Bier leer, noch ein paar Riegel, Wrap leer, alles leer. Ich glaube, Basisgewicht ist wirklich wieder auf 8, 9 Kilo runtergegangen. Noch ein paar Sachen dagelassen. Ja, also maximal 10. Ich würde so sagen zwischen 9 und 10 vielleicht. Aber ich habe gesagt, ich muss irgendwas mit dem Tragekomfort machen. Und dann kam mir die Idee. Erst wollte ich zum Schneider, da hatte ich die Idee.
Also meine Freunde haben das mitbekommen, die habe ich damit echt ewig zugelabert, weil das immer wieder in meinem Kopf rotiert ist, dass ich die Schlaufen hier abschneide und an einem coolen Polster dran mache. Ja, und dann ist mir einfach die Idee gekommen, ich schneide die Polster von dem Rucksack, den ich eh nicht mehr brauche, der war im Keller schon, den habe ich heute nur hochgeholt, den schmeiße ich jetzt weg, habe die Polster komplett abgeschnitten, alles was da durchläuft, komplett glatt gemacht. Und bevor ich nun die Schlaufen dran mache, ne, eine Seite ist schon fertig. So, und dann habe ich gesagt, hier, also diese richtig dicken Tragepolster von dem Rucksack, das ist richtig dickes, modernes Material. Totaler Wahnsinn. So, das ist fast genau die Breite, habe ich einfach jetzt genau das Polster draufgelegt. Von außen dann quasi nur Oliv. Also habe ich immer noch diesen Oldschool-Style. Und von unten dieses richtig dicke Gepolster. Also eine Seite ist schon fertig. Hier seht ihr, ist schon eine festgenäht. Jetzt muss ich nur noch die eine Seite unten festnähen. Und dann habe ich einen richtig geilen Gebirgsjäger Vintage Bundeswehr Rucksack. Und das einzige Manko, wo man merkt, dass sie Geld gespart haben am Gurt, ist dann erledigt. Dann habe ich für eine Zweitagestour mit einer Übernachtung ist das der ultimative perfekte Rucksack. Da braucht man keinen Bauchgurt, da braucht man keinen Brustgurt. Also heute war das schon relativ gut zu tragen, aber wenn ich jetzt diese ultra dicke, super matte einfach als Schultergurt habe, ist das der absolute Wahnsinn. Also man muss halt kreativ werden, alte Sachen zerstören, um neue coole Sachen zu erschaffen. Alles war geil, außer der Tragekomfort. Jetzt nähe ich hier so ein bisschen rum. Also ihr seht schon Nähgarn. Jetzt müsste ich dabei sein. Also ich mache jetzt gleich einen Schnitt. Und dann, wenn ich komplett fertig bin, dann ziehe ich den noch drüber. Dann habe ich beide Seiten. Dann mache ich euch noch ein kleines Video, wie das dann aussieht, wie sich das anfühlt. Muss ich dann selber mal resümieren. So, aber so läuft das. Und wenn ich dann fertig bin, habe ich einfach den geilsten Rucksack aller Zeiten. Ich bin. Und das um. Ja, jetzt haben wir 12. Heilige Scheiße. Vorhin mein Bär ist übrigens kaputt gegangen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ist denn meine Hose, mein Arsch so nass? Und da war so ein bisschen kaputt. Und ich habe gesagt, ja komm, pack nur aus, mach alles trocken, mach Isoband. Mach den Bären wieder ganz, der ist jetzt auch ziemlich safe wieder und dann gehe ich schlafen. Aber irgendwie hatte ich nicht die Muße. Ich hatte so Bock, diesen Rucksack fertig zu machen und dann ist es dann passiert. Jetzt bin ich gleich fertig und dann habe ich heute schon alles weg. Keine Ahnung, manchmal hat man so Flashes, überkommt er dann. Aber ich bin stolz auf mich. Also das erfordert jetzt keine große Kunst, ich kann noch nichts herstellen. Ich kann nur reparieren. In dem Fall habe ich jetzt das erste Mal mit Nähen was hergestellt. Also könnt ihr sehen, ich hab eine Linie so gemacht, dann wieder zurückgeführt. Das Gute ist, da zieht ja kein Ultragewicht dran. Das wird jetzt gleich durch die Schlaufe vom Rucksack geführt. Das ist dann beweglich, da ist dann kein super Zug oder irgendwas drauf. Aber ich habe halt diese mega Polsterung und boah, ich werde diesen Rucksack so feiern. Und das Geile ist, Leute, passt auf, ich habe ich gehe sonst immer am Wochenende Bushcraften, aber dann habe ich überlegt, wegen Corona-Zeiten, also wie gesagt, ich bin der Gitarrenlehrer und ich muss im Moment nur montags mit Privatschülern arbeiten, freitags in der Musikschule und alle 2 Wochen donnerstags habe ich einen Privatschüler E-Gitarren im Proberaum noch ein bisschen weiter weg. Der kommt diese Woche nicht. Das heißt, ich kann Dienstagmorgen los und auf Mittwoch bushcraften. Ich kann Mittwoch auf Donnerstag bushcraften. Da werde ich jetzt einfach nochmal eine Tour alleine machen. Einfach nur, um nochmal diesen Rucksack auszufetzen und auszuprobieren und viele Kilometer machen. Ja, und am Wochenende dann wieder mit einem Freund oder so. Aber ich bin jetzt so scharf, ich könnte den ganzen Tag bushcraften. Ich könnte echt meine Wohnung abmelden, mir ein Stück Wald kaufen und nur noch Bushcraften. Ich bin da total drin, aber dieser Rucksack-Flash, also diese Idee, das ist richtig geil. Matti hatte den schon auf und meinte, scheiße, beschissenes Tragesystem. Und meine Freundin Katja meinte auch, ja, aufziehen geht so. Schick, aber irgendwie
Meine ich, hat sie auch gesagt, ihn wieder aufzutragen, aber damit kombinierst, habe ich den besten Rucksack aller Zeiten, Vintage geil zu tragen. Boah, ich feiere das gerade so hart. Okay, also gleich dann das Video, wenn ich fertig genäht habe, den mal aufziehen, dann ein kleines Resümee. Vielleicht tue ich Backsteine rein, um das mal zu testen. Werden wir sehen. Okay.